Ja, hallo und seid willkommen zu einem neuen Niva Baikal Video. Und wir machen heute den zweiten Teil der Tür, wo es letztendlich hauptsächlich hier um die Betätigung der Scheibe geht. Die Seilzugmechanik, die hier drin ist, das ist ja noch immer mit Kurbelantrieb. Ich gehe im Verlauf des Videos ein bisschen sehr umfangreich auf den Verlauf des Seiles ein, aber macht das gewissenhaft, wenn euch mal hier das Seil hier oben so eine Rolle zerschnitten hat, das ist schon vorgekommen, wird das ein Riesenaufwand, das ordentlich zu reparieren. Das ist jetzt hier die neuen Nivas ohne Dreiecksfenster, aber prinzipiell gilt das eigentlich auch für die alten Nivas. Und ihr müsst halt mal im Teilkatalog nachgucken, da ist das Seil anders verlegt, das ist ja bloß immer an der Scheibe festgemacht. Und das Video, wo ich mal so eine Tür umbaue, also Außenhaut original lasse und das Innenleben umbaue auf Dreiecksfenster, ich denke, das wird noch eine ganze Weile dauern, das schaffe ich einfach nicht. Das ist so eine Idee, will ich mal machen am Rallye-Auto, wird vielleicht dieses Jahr nie werden. Dann haben wir aber wenigstens jetzt hier am Baikal das abgeschlossen, dass wir mal hier weiterkommen, denn im Innenraum ist auch noch allerhand zu tun. Und jetzt einfach der Krampf des Tages, hier die Seilkurbelmechanik. Kommt so hier hin, das ist klar, das gibt das Lochbild vor. Und dann ist der Ablauf ganz einfach. Das Seil, was unten rauskommt, geht über die obere Umlaufrolle, wird dann hier festgemacht, geht über die untere Umlaufrolle, geht hier oben drüber, geht hier unten drüber und geht dann, kommt dann praktisch hier oben an. Ihr werdet am Anfang ein Problem haben. Die Seile hier, die liegen ja jetzt nicht schön Rille in Rille. Nur in dem Rad hier unten sind so Rillen drin, wo das Seil drin liegt. Das kann man jetzt, das macht jetzt keinen Sinn, das anzuordnen. Das wird so noch ein paar Mal anders. Wichtig ist, sobald so ein Seil so eine Rille freigibt, kommt das andere ja schon an und belegt die wieder. Wenn das eingebaut ist, lässt man das hier unten erstmal an der Spannrolle weg und drückt es bloß so mit dem Schraubenzieher runter und wickelt ohne Scheibe das paar Mal hin und her, dass sich das Seil von selber legt, dass man da vielleicht mit der Seilspannung rumexperimentiert oder halt die Seilrolle hier unten ganz locker einspannt. Vielleicht muss man auch dann einfach das mit den Fingern so ein bisschen führen, dass das Seil ordentlich zu liegen kommt. Und keinesfalls, dass es hier zwischen Blech und Rolle sich einklemmt. Fummelei hoch 3, genauso wie das jetzt fummelig wird, das Seil hier oben einzuhängen. Ich werde wahrscheinlich die Scheibe nochmal runterlassen, damit ich dann von oben gucken kann, wie das Seil hier so... Es muss jetzt einfach sein, weil zu sagen, ach komm, wir lassen es weg, das bringt jetzt wohl nichts. So kann man rumfahren, aber das sieht ja nicht schön aus. Die Seilführung sollte man natürlich im Vorfeld wissen, damit man dann auch an der richtigen Stelle anfängt sich zu ärgern. Man hat ja hier die Aufwickelmechanismus. Das untere Ende geht sofort hier hoch, das ist überhaupt kein Problem, über die Rolle, also von vorn nach hinten über die Rolle, runter über die Spannrolle, wieder von vorn nach hinten, so schräg hoch, ebenfalls wieder von vorn nach hinten und dann hier unten rum über die feste Rolle und dann zum oberen Bereich des Aufwickelmechanismus. Das Seil hier läuft vor den anderen beiden. Das muss man beachten. Es ist vielleicht besser, wenn man die vordere Leiste nicht gleich montiert. Da kann man dann beim Einfädeln von dem Seil hier oben so ein bisschen schauen, dass das Seil wirklich sauber auf den Rollen liegt und dort nicht daneben gesprungen ist oder nur halb drauf liegt. Sieht man so besser, muss man nicht so sehr den Gummi rüber würgen. Um jetzt die Scheibe am Seil zu verbinden, ziehen wir uns die einfach hier in den Bereich, wo wir rankommen, und schrauben es erstmal fest. Man kann ja die Scheibe erstmal imaginär runterkurbeln, so weit wie es geht, und dann ein Stück wieder hoch. Das erstmal runter. Und dann einfach erstmal ein Stück wieder hoch, nämlich das Stück, was wir hier eigentlich jetzt haben. Und dann macht man es fest und dann muss man vielleicht mal ein bisschen probieren, wenn man jetzt den Punkt auf dem Seil nicht mehr so gut erkennt, wo das so ein bisschen verworfen ist, weil es ja hier festgeklemmt war. Da muss man sich helfen wissen. So, und dann
dann koppelt man mal von dem einen Ende aufs andere, das läuft schon ziemlich gut. Zur Not muss man halt dann mal die Spannrolle unten festmachen, so auf ein mittleres Maß, und hier so mit dem Finger den einen rüber drücken, wenn das hier sich übereinander legt. Aber das sieht gut aus. Ja, jetzt kommt der, wandert rüber, der andere wandert hinterher. Das ist immer eine, jede Rille besetzt. Ist ja ein Haufen Fett drin, sieht man schlecht. So, das macht man gewissenhaft. Das ist jetzt noch nicht festgeschraubt, nicht so schlimm. Fummelei, es bleibt einfach so. Und jetzt unten die locker lassen, erstmal unten festschrauben. Mensch, eine Bisse. Und jetzt tut man die Scheibe mit dem Seil verbinden und fertig aus. Schlussendlich. Wenn ihr jetzt hier beim Zusammenbauen der Tür, vor allen Dingen beim Seil, so kurz vorm Verzweifeln seid, habe ich einen Tipp für euch. Je nachdem, was ihr so für einen Charakter seid, lasst den Drehen freien Lauf. Wenn ihr alleine seid, gut, kein Problem. Und ansonsten, man kann auch ja, das durchaus mal laufen lassen, wenn es hilft, dass man wieder in die Mitte findet und entspannt ist. Oder halt richtig fluchen, je nachdem, was, wo, wie. Schmeißt kein Werkzeug rum. Schale drum, und das könnt ihr irgendwo hier abprallen am Lack, Kratzer oder die Scheibe. Hm. Hauptsache Spannung raus. Und es gibt jetzt noch einen kleinen Tipp für die Endmontage der Scheibe. Das hilft euch weiter, da habt ihr einen Pluspunkt extra. Was jetzt richtig gut funktioniert hat, um die Scheibe mit dem Seil zu verbinden: Scheibe hochschieben, ganz hoch, dass sie sauber sitzt, ordentlich nachdrücken. Und dann das Seil mit der Kurbel praktisch nach oben fahren, dass die beiden Seile sich nach oben bewegen. So weit wie es geht, und dann ein kleines Stück wieder zurück. Und dann können wir schon mal hier an dem Punkt das Seil festklemmen. Da haben wir nämlich dann noch ein klein bisschen was zum Nachdrücken, wenn wir das Seil nicht ganz hoch haben vorm Festmachen. Es ist genügend Spiel im Aufwickelmechanismus, dass das hier so machbar ist. An die Stelle kommen wir jetzt nicht ran, die müssen wir uns jetzt hier runterbringen in den Bereich des Fensters. Wir achten jetzt dabei, müssen wir die Scheibe ein bisschen manuell stützen, die ist aber hier hinten ja schon sauber geführt, dass die parallel runterkommt, dann klemmen wir die hier mit fest. Das müssen wir noch nicht anknallen ohne Ende, vielleicht müssen wir es ja nochmal korrigieren. Und gleichzeitig stellen wir hier, weil jetzt ist ja die Scheibe so in dem Bereich hier, ne, das ist hier der Bereich, stellen wir jetzt die Schiene ein, dass die Scheibe auch schön nach hinten gedrückt wird in die hintere Fassung. Jetzt können wir mal gucken, ob das auch bis runter geht. Ja, geht's. Nochmal bis hoch. Das müssen wir jetzt schon mal ein paar Mal hin und her machen, um sicher zu sein, dass die Seilspannung erhalten bleibt. Macht es nicht zu straff, geht aber die Rollen. Und dass es auch funktioniert. Wenn das jetzt komische Geräusche macht beim meinetwegen, jetzt hier so zum Schluss hin, hat das bei mir ganz komische Geräusche gemacht. Dann lag das daran, dass dieses Halteblech, dieser Haltewinkel, der war so ein bisschen nach außen gebogen. Und dadurch wurde auch das Seil dann hier unten, ne, so ein bisschen schief gegen die Rolle gedrückt, dann hat die Rolle geknarzt. Habe ich das ein klein bisschen vorgebogen, man darf es nicht übertreiben. Man darf hier auch nie endlos dran rumhebeln, dass die Scheibe keine Spannung kriegt. Und schon geht das. Das macht jetzt ein bisschen komische Geräusche, weil ja der Resonanzraum hier nie abgeschirmt ist durch die Folie und durch die Pappe. Das stellt mich jetzt zufrieden. Wichtig ist nochmal die Seilspannrolle wirklich richtig festmachen, falls wir das vorhin noch nicht getan haben. Hier fehlt noch eine Unterlegscheibe, seht ihr jetzt nicht. Und dann können wir schon die letzten kleinen Handgriffe machen. Pappe ran, Griff ran, fertig. Und wenn man der Meinung ist, dass man das ganze Elend jetzt hier hinter der Türpappe verstecken kann, kommt noch diese Folie ran hier, die was auch immer soll da bewirken. Wie es eingebaut wird, geben die Löcher vor, also hinten hin. Ich habe die oben mit unter die Leiste geklemmt. Die wird mit Nieten festgemacht. Das ist original nicht so, aber die macht man ja nie ab. Die klappt man höchstens mal hoch und klebt es an der Scheibe fest. Hier guckt es draußen drüber. Hier kommt es dann hier unten rein. Fertig.
Hellgrau, dunkelgrau war mal das ursprüngliche Farbkonzept. Vielleicht, keine Ahnung, ob es gut aussieht. Vielleicht ziehe ich es innen drinnen mit hellgrau, dunkelgrau dezent durch und außen mache ich dann grau und schwarz. Hier erschien mir im Schwarzen nicht so schön, weil ja das auch schon schwarz ist. Keine Ahnung, Kreativität ist nicht so meins. Hier, Papa, noch die Miez kommt zur Endkontrolle. Miezi? Oh, das klingt ja sehr nach Kritik. Türpappe wird ja oben an der Leiste eingeklemmt und hat dann ringsrum zum Befestigen solche Plasterpenöppels. Die sehen hinten so aus, fallen auch runter, folgen also der Schwerkraft. Hinten sehen die so aus, ist so ein. Das kann man halt dann hier so in das Langloch rein und dann verdreht man das so und dann fällt es nicht mehr raus und es kann sich so ein bisschen selber die Position suchen, wo es dann endgültig hinkommt. Wichtig ist, die gibt es nachzukaufen, dass die alle ganz sind. Beim Abmachen der Pappe gehen die gern kaputt, wenn man nämlich nie weiß, wo. Und deswegen mein Tipp: Es gibt so Werkzeuge, so eine Klammer, Türpappenrausmacher eben. Das wickelt man hier ein bisschen um, weil hier ist ja Lack. Und dann tut man von unten ganz vorsichtig das so ein bisschen wegziehen, wo es leicht geht. Dann hat man den Mittelpunkt und dann tut man das so versuchen rauszuziehen, da bleiben die Plastiker ganz. Bei den etwas neueren sind die wohl noch mal hier mit einer Schraube versehen. Das machen aber vielleicht die Händler bei der Auslieferung, damit der Mist nicht anfängt zu schwingen. Der wird ja bloß hier festgeschraubt und hier auf der großen Fläche. Ah, das ist also der Tipp. Besorgt euch so ein Ding, macht die vorsichtig ab und auch beim Einsetzen oben einhängen und dann schön von oben nach unten klein bitte von der Seite gucken, dass die auch sich sauber anfädeln und dann ploppen die alle schön rein und die Türpappe ist montiert. Jetzt kommen nur noch Sachen, die Spaß machen. Fensterkurbel montieren. Jetzt müsst ihr wissen, in welcher Position das fest gemacht werden soll. Das wäre zum Beispiel für mich eine ungünstige Position, weil wenn das Knie, mein Knie würde jetzt hier liegen, wenn ich Beifahrer wäre. Ich mache das deswegen immer so, wenn die Scheibe oben ist, dass das gleich ist. Das kann man aber später noch korrigieren. Die hat hier eine Verzahnung, deswegen, wenn das mal ganz ist, kann das hier die Kraft übertragen. Ganz unten drunter kommt so eine komische runde Scheibe. Die kommt halt hier unten drunter, weil die hier den Abtrag erzeugen will. Das Ding hier, das kann sich hier in diese Nut einklammern und kann dann nicht mehr nach vorne weg. Und gleichzeitig hat das hier, sind auch zwei solche Schlitze, wo das so rein kann. Und jetzt wisst ihr auch, wie das festgemacht wird, dass das nie wieder abgeht. Und hier hinten ist so eine kleine Rampe, eine Kerbe. Und die rutscht hier auf die Kante rein und da kann das schon nicht mehr raus. Die Scheibe. Das Ding in die Position, wie ich es mal haben will. Klein bisschen rausziehen. Von unten ranschieben. Darauf achten, dass es in die schon drin. Zum Auseinanderbauen braucht man bloß einen kleinen Schraubenzieher und erschafft hier zwischen der hinteren Scheibe und dieser eingeschobenen Scheibe einen kleinen Spalt, dass das dort rauskommt. Und dann zeige ich euch vorsichtig, dass es keine Kratzer gibt. Und dann schiebt man das einfach raus und kann es abnehmen. Genau, Mietz, nur du hast es gewusst. Ganz früher war das mit Drahtklammern gelöst. Da musste man ein Blech reinschieben, ein geschlitztes, was die Drahtklammer rausgeschoben hat. Fummelei, so ist es besser. Gibt es aber schon lange. Auch bei diesen mit Chrom. Lange Schraube, kurze Schraube. Die Rampe bitte nach vorn.